Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. So, ich habe lange gesucht und habe jetzt, glaube ich, auch eine Idee, wie wir dieses Schiebeteil schieben können an dem anderen Eingang. Und zwar müssen wir doch hier in diesen Eingang rein. Jetzt müssten hier gleich aber trotzdem die Schlangen wieder kommen, weil. Ja. Ja, das hat nicht funktioniert. Wie können wir die denn nochmal. Können wir die denn nochmal fallen lassen? Ja, jetzt heißt es im Dunkeln zielen. So. Und zwar müssen wir doch hier lang. Das war alles richtig. Hatte mich ja auch schon gewundert. Irgendetwas muss dahinter sein. So, und zwar ist da dieses Schiebeteil. Und wenn wir jetzt mit dem Pfeil schießen. Der Weg sollte frei sein. Dann können wir jetzt nämlich zu dem anderen Eingang huschen. Und dort durchgehen. Jetzt ist nur die Frage, wo war der nochmal? Ich glaube, der war hier irgendwo. Ich nehme die Fackel jetzt auch einfach mal mit. Oh. Sonst kann er alles, aber das kann er jetzt nicht. Er will mich doch verarschen. Jetzt will er mich ärgern. Und los, 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 los. Ah, nein, 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 nein. Zack, zack, zack. Und das los, 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 los. Jawohl. Sehr schön. Ui, Spinnies. Ach ja, da war ich ja schon. Kannst es loslassen. Wir können jetzt hier so durch. So, aufpassen. Dieser Raum. Hier hat meine Suche begonnen. Jemand gab sich große Mühe mit dieser Kammer. Aha. Erst ein bisschen hier rumgucken. Hoch, habe ich mich jetzt erinnert. Verändert. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ich wollte gerade was anderes sagen. Was haben wir denn da? Hier endete mein Leben. Und nun ist hier ein Schrein, ein Mahnmal, wo keines sein sollte. Könnte es für Rudyek sein? Niemand kann sich um die Schlange scheren, mit der das alles hier begann, oder? Erste Blut. Erstes Blut. So. Rudyeks Pfeil. Damit strich ich seinen Namen von meiner Liste. Jetzt liegt er hier am Boden, vergessen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir noch weiter können. Dieser Raum wurde versiegelt. Ich rieche noch das Blut, das ich vergoss. Rudyek verdient kein Grabmal. Das ist eine Beleidigung. Dieses Grab ist für einen Pharao. Wer das getan hat, hat diesen Ort entweiht. Ein mumifizierter Reiher. Zur Wiederbelebung? Nein. Wer auch immer das getan hat, muss von Rudyeks Stellung im Orden gewusst haben. Haben wir sonst noch hier irgendwas? Nein. Haben wir nicht. Dann können wir jetzt hier raus.
So. Dann Prüfungsanus, erstes Blut. Als er nach dem Rest eines Pfannes sehen will, merkt er, dass er. Hä? Ich hab's doch untersucht. Ach, mir fehlt einer. Gut, dass ich jetzt das so. Ich muss gerade wieder gucken, wie. Okay. Oh, wie habe ich das denn gestern nochmal gemacht? Da hinten in der Ecke ist es nicht. Ha. Hab ich hier irgendwas übersehen? Nein. Rudjek verdient. Was hatten wir? Da oben kann ich auch nichts tun. Oh. Ja. Ich komme mit der Steuerung einfach nicht klar hier. Rudjeks Pfeil. Damit. Was ist denn hiermit? Ha? Warum ist die denn so komisch weiß? Ich höre die ganze Zeit hier was. Ist ja irgendwie komisch. Ich muss mal eben was gucken. So, da bin ich wieder. lange drücken. Ich hab's rausgefunden. Wow, oh wow, fuck. Wusste ich doch, dass da irgendein. Rudjeks Maske. Ich weiß kaum, was passiert ist, nachdem ich ihn erstochen habe. Dieser Raum hat mir alles verraten, was ich wissen muss. Dieser Ort war mir ein Anfang und Rudjek ein Ende. Dass die Fackel ausgeht. Der Pfeil kennzeichnet diese beiden Dinge. Nachdem ich diesen Bastard erstochen hatte, wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, war Rudjek tot. Rudjeks Leiche hätte hier verrotten sollen. Er wurde ehrenvoll zur Ruhe gebettet, um ihn auf die Duat vorzubereiten. Wer auch immer ihn begraben hat, ließ diese Raya-Mumie zurück, um Rudjeks gottverdammten Namen im Jenseits zu ehren. Dann kehrte er zurück, um ihm Respekt zu zollen, wenn ich diese Kerzen richtig deute. Wie auch immer, ich weiß, dass Rudjeks Herz fehlte. Also leidet der Bastard im Nachleben, was auch immer hier getan wurde. Eines Tages werde ich gerichtet. Doch ich bereue nichts. Die Feder wird immer leichter sein als mein Herz. Okay, Quest abgeschlossen. Die war simpel. Ah, was haben wir denn noch? Mal auf eine Karte gucken. Da haben wir ja auch noch ein Grab, das weiß ich, das wird das auch noch. Ich mache jetzt erstmal ein Geschenk der Götter und dann laufe ich hier so, rüber.
So, Pferdchen. Und los geht's. Wollen wir mal gucken, was das für eine komische Quest ist, die hier oben ist. Oh. Wow. Schickt man uns eine Botschaft vom Himmel? Es ist, als würde Re persönlich zu uns herabsteigen. Ach, da unten. Ich wollte gerade wissen, wo ist das denn jetzt eingeschlagen? Aber da vorne. Jeden Fall noch sehr heiß. Ich meine, in der Wüste ist es sowieso heiß, aber ne? Da hier ist es eingeschlagen. Ganz viele Ziegen. Erreiche die Absturzstelle. Da leuchtet schon was. Hier scheint ein Tempel zu sein. Ach, falsch. Guck mal eben auf eine Karte. Die uns überhaupt nichts sagt. Ach so, was ist das denn da hinten? Das Blaue. Das überhaupt nicht anhält. Hä? Prüfung des Anubis? Ah. Okay. Ha! Da, Geschenk der Götter. Oh. Aber was ist das da für ein blaues Ding hier drinne? Ha! Gar nichts, das sah nur so aus. Wow. Feuerkugel hat einen Eingang zu diesem Grab freigelegt. Was bist du? Das ist ein Zeichen der Götter. Ja, klar. Ein großer, blau leuchtender Stein, der vom Himmel auf die Erde gefallen ist. Herabgefallener Stern. Es ist dunkel. Nicht mehr. Okay. Hm. Ich frage mich... Die 14? Könnte sich das auf die Sonnenuhr beziehen? Diese Zahl ist wohl wichtig. Es steht 14. Ach, 14. 15. Diese steht Zahl da. 15. Komme ich auf 14? Ja. Löse das Sonnenuhrrätsel. Es ist auf jeden Fall eine 15. Pferdchen, bleib mal da. Was soll ich denn hier machen? Was ist los? Oh, fuck. Ich kann jetzt keine zähmen. Scheiß Hyänen, ey.
Ich muss ja sagen, ich finde die Viecher ja vom Aussehen her echt schön, aber da leuchtet doch was blau. Ist das die Sonnenuhr, die in dem Grab dargestellt wurde? War ich doch nicht doof. Eins. Drei. Fünf. Und trotzdem weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Hochklettern? Oh. Irgendwas hat sich hier gerade verändert. Es ist nicht mehr blau. Jetzt bin ich verwirrt. Und schon wieder Sternschnuppenregen. Was ist hier los, ey? Na gut, von hier oben aus kann ich nichts sehen. Ich kann keinen Unterschied erkennen. Das ist hier jetzt wieder zugegangen. Hier kann man wohl rein. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich glaube, ich muss da unten noch mal hin. Vielleicht geht das nach Zeit. Diese Zahl ist wohl wichtig. Ja. Aber ich weiß nicht. Selbst wenn das richtig ist, wie soll ich die verbinden? Ne, der Teil ist zu. Löse das Sonnenuhrrätsel. Ich bin total verwirrt, ey. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich check's nicht. Ich versteh's nicht. Ich will mich natürlich jetzt auch nicht die ganze Zeit damit aufhalten. Ich denke, da kümmere ich mich später drum. Kann ja jetzt nicht allzu wichtig sein. Ich kümmere mich da später drum. Das Einzige, was ich jetzt nochmal probieren kann, ist den Stern nochmal anzufassen. Nö, die Dinger öffnen sich nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Muss ich mich mal später drum kümmern. Ich mache hier jetzt erstmal eine Schnellreise hin. Und zwar klettere ich da erstmal hoch. Oh. Aua. Oh. Das Pferd ist eiskalt, ey.
Dann kann ich da nämlich später zurückreisen und kann dann das Rätsel machen. Gut durchdacht, finde ich. Das bringt mir ja jetzt auch nichts, ne? Wo ist Pferdchen? Da. So, Karte auf. Und gucken. Da unten sind auch noch zwei Sachen. Ja, da könnte ich jetzt hier so runter und so, aber da will ich erstmal nicht. Obwohl, nee, da guck mal, da könnte man sowieso noch später hin. Ja. Nee, wir reisen jetzt hier hin. Machen da erstmal fertig. Ist jetzt halt ein weiter Weg, aber egal. Man könnte es sich ja wirklich einfach machen. Und überall diese ganzen Adlerpunkte freischalten, aber wo bleibt denn dann der Spaß? Irgendwas ist hier komisch mit den Pyramiden. Wow. Ja, das war eine ziemlich hohe Düne. Kommen mir Leute entgegen. Huchala. Neuer Ort entdeckt. Nitria. Mhm. Wow. Nick Ennis Sigiliet. Schönen guten Tag. Ist er das? Das kann er nicht sein, oder? Oh Götter, er ist es. Ja. Ruhe, er wird euch hören. Seht ihn nicht an. Man kennt uns hier. Du bist entweder sehr tapfer oder sehr töricht, hierher zurückzukehren. Nefertari, habe ich recht. Ein tausendfacher Segen ist lange überfällig. Bastard! Necket Iadet! Das war Rudjeks Frau. Hast du mit etwas anderem gerechnet? Oh. Folge mir, Bajek. Und behalte deinen tausendfachen Segen. Du wirst ihn brauchen. Ich fühle mit ihr. Es musste getan werden. Man hasst uns hier. Du siehst gut aus. Besser als beim letzten Mal. Bist du nun erfahrener, was das Töten angeht? Rudjek war nur der Anfang. Ja, deine Jagd. Der Reiher. Wohin führst du mich? Du leistest Abbitte bei Anubis. Abbitte? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Natürlich. Ja, warum? Wie solltest du? Du warst ja auch sofort weg. Wie du weißt, sammeln wir hier das Natron für ganz Ägypten. Das meiste schicken wir nach Memphis, um die Toten damit zu bedecken. Sieh mich an. Nein, du bist kränklich. Ich fühle mich gut. Du hast dich gerade erbrochen. Ja. Wo läuft sie denn lang, ey? Natron hat vielerlei Verwendung. Ich könnte damit eine Wunde reinigen. Was ist Natron nochmal? Oder zum Beispiel das Blut von meinen Händen waschen. Es wird besser, Neb. Ich lasse dir gleich etwas gegen die Schmerzen bringen. Und mein Bruder? Er holt sich. Er braucht Ruhe. Du musst mich nicht daran erinnern. Mhm.
Sollen wir jetzt hier warten oder was sollen wir tun? Huchala. Warum müssen so viele aus deinem Volk leiden? Weil Anubis erzürnt ist. Seit du uns verlassen hast, sind die ganzen Fackeln an seinen Schreinen erloschen. Wir werden nicht länger beschützt. Vor was? Dem Zorn des Anubis? Was immer es ist, viele wurden verletzt, als sie sie wieder entzünden wollten. Andere sind ganz verschwunden. Es ist klar, dass Anubis eine Wiedergutmachung erwartet, und zwar von dir allein. Obwohl, Anubis mag ich. Weiß nicht warum. Irgendwas hat dieser Gott an sich, was ich mag. Ich entzünde die Fackeln und wende den Fluch ab. Oder Omen. Oder was immer es ist. Das solltest du auch. Wenn du darauf hoffst, dass Anubis und ich dir jemals verzeihen. Sophia! Bring bitte etwas Weihrauch zu den Männern am Becken. Ich muss dich nicht zur Vorsicht mahnen. Boah. Es sind insgesamt 3 Schreine. Einer im Süden, einer über einer natürlichen Quelle und ein weiterer in der Knickpyramide. Den Weg dorthin kennst du ja schon. Torwächter der Duat. Nein. Ich ehre deinen Namen. Okay, Riten für Anubis. Rufen wir erstmal Senno. Und ist einer da hinten? Nee. Ist hier nicht auch einer? Ich habe schon eine Fackel entzündet. Das ist ja praktisch. Da ist ein Hyänenbau. So. Ich reite erst da unten hin. Muss ich überhaupt reiten? Eigentlich nicht, ne. Ich könnte hier auch so hoch, oder? Den in der Knickpyramide haben wir schon gemacht. Ach ja, das war bestimmt diese weiße Fackel, die wir entzündet haben. Eine der Fackeln von Anubis müsste hier sein. Gut, dass ich immer einfach alles anfackel. Die Fackel ist umgestürzt. Wo ist die Schale? Der Zaun ist beschädigt. Gab es hier einen Kampf? Ja. Und hier ist Blut. Jemand fiel. Oder wurde gestoßen. Nefertari hat nicht übertrieben. Der hier starb beim Entzünden der Fackel. Da ist die Schale ja. Sie ist ins Becken gefallen, als die Fackel umgestoßen wurde. Okay, haben wir. Reparieren wir mal. Amulette? Mhm. Was haben wir da? Einen Anhänger. Das sollte reichen. Ich dachte jetzt Anhänger. Mhm. Jetzt muss ich sie nur noch entzünden. Ach, der sieht so viel besser aus mit Haaren, ne? Torwächter der Duat. Ich ehre deinen Namen. Ja, es war die Weiße.
war diese weiße Fackel. So, was haben wir da unten? Ich gehe erstmal hier hin. Weil wir jetzt gerade in der Nähe sind. Aha. Keine Sorge, wenn wir fertig sind, gibt es einen Idioten weniger auf der Welt. Was soll ich machen? Ihn befreien? Was? Hey, verschafft mir mehr! Was? Arbeitet zusammen! Ich schlitze dich auf! Die Eingeweide raus! Schnell! Geh darüber und erledige das! Reiß dir die Eingeweide raus! Und dann, da bist du ja! Los, Senu! Keine Gnade! Was? Hey, gib den Weg frei! Schnell! Geh da Na, kriegen wir den hin? Jawohl! Scheiße! Keine Pfeile mehr. Lasst bloß keinen von den Hunden überleben! Schnell, geh da rüber und töte die Ratte! Lasst mich frei! Ich tränke mein Schwert in ihrem Blut! Brauchst du nicht mehr, habe ich schon getan. Lass mich raus, hörst du? Ich habe hier ein wunderschönes Pferdchen gesehen. Du bist frei. Du bist Bayek von Siva, oder nicht? Ich habe viel von dem Magi gehört, der durch die Wüste reist. Ich bin Theodoros. Einer von vielen, die gegen die Philakitai rebellieren. Warst du deshalb in diesem Käfig? Ja, ein Fehlschlag. Ich verfolge Deratos, einen ruchlosen Feldherrn von Ptolemaios, mit einem Hass auf alle Ägypter. Ein Mörder von Müttern, Vätern und Kindern. Ich werde nicht ruhen, bis seine Leiche Futter für die Würmer ist. Leiste uns dein Schwert? Gerne. Dafür immer. Eine Freude! Ich treffe meine Männer in Bakias. Komm mit! Wie kommt es, dass ein Grieche für die Sache der Ägypter kämpft? Kommt hier rüber! Wow. Gut! Jetzt mein Vater war Ägypter. Das Pferd schnappen. Meine Mutter, Griechin. Irgendwann kam der Tag, als ich jeden Tropfen griechisches Blut aus meinem Körper quetschte und schwor, Ägypten von Männern wie Deratos zu befreien. Und wir hätten es fast geschafft. Wir fanden sein Lager. Aber sie waren in der Überzahl. Wir mussten uns trennen. Ich wurde von Kundschaftern gefangen und verprügelt, bis ich ihnen unseren Rückzugsort verriet. Aber du hast sie in eine Falle gelockt. Clever. Ich wusste, dass meine Brüder mich retten würden. Aber ich wusste nicht, dass der Magi aus Siva auch dabei sein würde. Du genießt großes Ansehen in meiner Gruppe. Wir verfolgten Rudyek seit Jahren. Nur um zu erfahren, dass du ihn ganz allein erledigt hast. Wir stehen nicht auf derselben Seite. Aber wir scheinen gelegentlich dieselben Ziele zu haben, nicht wahr? Da hast du nicht ganz unrecht. Yalla, yalla. Uns überrumpelt nichts, Bruder. Wo kommen denn jetzt hier die ganzen Leute her? Ach mein Gott, wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir suchen hier Unterschlupf und warten auf den richtigen Moment. Wir sind in Fayum. Ich werde informiert. Hier sind eine Mauer. Du kannst nicht fliehen. Herkommen sollen. Du ruhst gleich. Ja, komm. Okay, okay. Oh, Senu, ey, du bist wunderbar. Das war einfach. Wo kommen denn hier noch mehr? Ich kann ihn treffen. Ach, da ist noch einer. Da bist du ja. Beschütz den Nep. Dann also weiter. Das sehe ich mir mal an.
Da ist gar nichts. Wir suchen hier Unterschlupf und warten auf den richtigen Moment. Ich werde informiert. Deratos ist fort. Verflucht. Er entgleitet mir auch jedes Mal. Folge dir einfach mal. Was sollen wir tun? Aufgeweckt sein. Wir haben die Gelegenheit, 2 Siege zu erringen mit nur einem schnellen Schlag. Wir müssen warten, bis Deratos ins Lager zurückkehrt. Ich weiß, dass sein persönlicher Schreiber noch in Karanis geblieben ist. Wir werden angegriffen, wenn wir es nur wagen, in der Nähe zu furzen. Aber dich kennen sie nicht. Bring den Schreiber zu uns. Er verrät uns, was wir wissen wollen. Und wie finde ich ihn? Bei Nacht schläft er im Innenhof. Während des Tages findest du ihn bei seiner Arbeit am Tempel oder auf der Terrasse über dem See. Er kleidet sich elegant und hat infolge unseres Angriffs jetzt eine Leibwache. Du kannst ihn kaum verfehlen. Okay. Aher Heru? Okay, wo sind wir? Wir sind jetzt hier. So. Mord im Tempel haben wir. Da können wir jetzt hinreisen. Dann können wir da die Fackel entzünden. Pass auf, ich mache jetzt hier aber erstmal die Fackel. Dann mache ich da und da. Ja. Da unten war da auch noch was, ne? Ja, da unten ist ja auch noch eine. Ja, aber das sieht schon mal sehr gut aus. Okay. Ich mache jetzt erstmal die da fertig, genau. Komm mir mal das Pferd hier. Wow. Wow. Sorry. Aber ich muss hier durch. Aber mir fällt gerade ein, ich muss sowieso Schluss machen und sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.